Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Und wir sehen ja auch direkt unsere kleine Faith, die gar nicht mehr so klein ist eigentlich. Aber sie sieht sehr zufrieden aus in der Like the Lodge. Es ist mitten in der Nacht. Warum haben wir hier aufgehört? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen, wie wäre es, wenn wir einfach alle mal schlafen gehen? Im letzten Part ist auf jeden Fall unsere Sunny in den Ruhestand gegangen. Ein großer Schritt für diese Legacy. Und da es jetzt schon wieder morgens ist, es ist ein Samstag, was sehr cool ist, weil wir dann in der Regel mehr erreichen können. Wir schauen mal mit der 102. Was haben wir vor? Warum? Ich will das nicht. Aber da steht Versuche. Wir haben immer noch die Chance, dass wir dann nicht Prego sind. Also, wir müssen jetzt mal kurz unsere Möglichkeiten ausgucken. Das macht gar keinen Sinn, oder? Sunny kann nicht mehr schwanger werden. Faith sehe ich irgendwie nicht, dass sie das, ne, dass sie so unvorsichtig ist, sag ich mal. Destiny könnte eine wilde Hilde sein. Also, wird es wohl auf Destiny hinauslaufen? Welche Typen kennt sie denn? Nicht so viele, ne? Kinjiro ist halt schon ein junger Erwachsener, aber ich glaube, der war vorher bei uns auf der Highschool, beziehungsweise zumindest in unserer Gruppe, weil ich habe auf jeden Fall ein paar Leute auch umgestylt. Aber anscheinend sind die alle älter geworden. Also es hat sich richtig gelohnt schon wieder. Aber wie wäre es mit Kinjiro? Weil er ganz gut aussieht. Oh, die Mietpartei hat das Mietobjekt verlassen. Vielleicht sollten wir jemand Neues einziehen lassen. Hey, ich kann die nur rauswerfen. Vielleicht muss ich das einen Moment warten. Wir gehen jetzt erstmal auf Männerjagd. Komm, wir können ja nach Sulani gehen. Hier da, wo der Wasserfall ist, weil da kann man dann direkt, ne? Also, ich will das nicht. Dann fragen wir Kinjiro. Er ist nicht so happy darüber, aber an sich ist er sehr attraktiv. Deswegen, warum eigentlich nicht? Er ist halt ein Erwachsener, aber das juckt uns ja nicht. Wir quatschen erstmal ein bisschen mit ihm und er wird sich schon auf uns einlassen. Wir sind auch verknallt in ihn. Also es ist alles großartig. Sondern versuchen wir einfach mal... Das findet er nicht so toll. Ich wollte ihm sagen, dass er gut aussieht. Dieses in die Wolken schauen gibt eigentlich immer relativ viel Freundschaft. Also sehr schnell. Anscheinend jetzt nicht mehr. Schade. Das steigt halt gar nicht bei denen. Was soll denn das hier? Soll ich versuchen, nochmal romantisch mit ihm zu werden? Er fände es richtig kacke. Gibt's hier keine Toilette, Mann? Ja, dann geh halt... Wenn die schwimmen, können die sich doch dahin einpissen, oder? Als ob sie einen Delfin rufen kann. Warum? Und man spritzt ihn einfach mal an. Ihr steht ineinander. Super. Ist ja schon fast wie Baby machen, oder? Ich glaube, er ist nicht unser Boy. Okay, der ist erwachsener. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr alt. Was ist mit ihm? He's kinda cute. Kann sie sich jetzt mal kurz einpissen? Sie hat sich eingepisst. Perfekt. Still erleichtert, weil ins Meer gepieselt hat. I can't. Vor allem mit dem Anzug. Das muss so disgusting sein. So, was geht bei euch? Warum seid ihr immer alle traurig? Hört auf. Mann, nie funktioniert hier was. Aiden Lake sieht ja auch ganz gut aus, aber das ist auch ein Erwachsener. Ich weiß nicht. Der sieht auch gut aus. Es steigt langsam, aber es steigt. Kannst du bitte nicht weggehen? Okay, let's see. Wird er jetzt auf einen Witz eingehen? Auf einen Koketten? Oder ist das hier wieder ein Problem? Aber so, er wirkt eigentlich ganz zufrieden damit. Können wir ihm ja auch sagen, dass er richtig nice aussieht. Und jetzt ist sie auch verknallt an ihn. Und wir haben eine Romantikleiste. Stopp, du bleibst hier. Du hast keine Wahl, Bro. Jetzt ist er sauer, weil wir keine Abschlussball-Dings haben. Aber er findet es auf jeden Fall nice mit uns. Ich habe jetzt keinen Bock, auf den Abschlussball zu gehen. Hier Händchen halten, knuddeln, Hände küssen. Er hat auf jeden Fall richtig Bock. Oh, 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 oh. Wer hätte das gedacht, dass das heute passieren würde? Du darfst nicht gehen. Also die machen hier schon halb rum. Ich glaube, das sieht an sich alles ganz gut aus. Anscheinend ist dieser Wasserfall doch woanders. Deswegen latschen wir da kurz hin. Tolles Outfit. Aha, ich hab's gefunden. Wir schmusen natürlich rum. Wir sind ja ein Teenager. Aber das zählt ja trotzdem. Und er findet es, glaube ich, richtig geil. Wer hätte gedacht, dass das erste Mal von ihr so aussehen wird? Ich brauche Fotos, Leute. Also, weil sonst geht das hier einfach nicht. Es ist so dumm. Aber okay. Hoffentlich ist sie nicht schwanger. In meinem Dokument steht nur versuchen. Nicht
gezwungenermaßen schwanger werden. Aber wenn wir so dabei sind, ne? Vielleicht könnte das ja auch unser Official Boyfriend werden. Oh, er ist schon ganz schön alt. Egal, er wohnt auch in Sulani. Süß. Ist schon okay, ist schon okay. Wir kriegen das hin. No protection was used. It's a problem. Kannst du dich noch von ihm verabschieden? Hier, kannst du ihn nochmal knutschen und sagen, jo, ich muss jetzt aber wirklich gehen. Meine Mami wartet auf mich. Sie ist so viel jünger als er, aber egal. Ich meine, wann datet man schon mal einen deutlich älteren? Das ist, haben wir bisher auch noch nicht gemacht in meinen Let's Plays. Also, okay, er freut sich auf jeden Fall einen Keks. Tschüss. Nee, er bleibt jetzt bei sich zu Hause. Ehrlich gesagt, will ich auch gar keinen Schwangerschaftstest machen. Ich habe einfach Angst. Kannst du mal kurz die Dusche reparieren vielleicht? Das wäre super nett von dir. Was geht bei euch so? Nix. Freut mich. Dieses Let's Play macht mich manchmal echt fertig. Wirklich. Sie ist auf jeden Fall richtig happy. Immerhin. Aber Girl, wir suchen über Schwamm Insekt wegzukommen. Kinjiro. Okay, die haben nächste Woche auf jeden Fall noch einen Abschlussball. Das heißt, wir haben ihn jetzt nicht komplett verpasst. Es wäre sonst traurig gewesen. Aber wenn wir Dinge zu tun haben, ist das natürlich auch sehr wichtig. Sie ist einfach schon schlafen gegangen. Sie ist so eine Mausi, ne? So, sie wird sich keine Gedanken mehr an Kinjiro machen. Also, diesen Twist hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht mache ich gleich doch einen Schwangerschaftstest, also. Weil sonst habe ich wirklich Panic at the Disco, ey. Adoptionsveranstaltung, ja! Süß! Also, ich meine, es ist auch ein bisschen schrecklich, weil wir werden wahrscheinlich jedes Tier adoptieren wollen. Aber es ist auch süß. Geh bitte, warte. Geh nicht pieseln, machen bitte direkt einen Schwangerschaftstest. Und danach können wir uns die Tiere angucken. Okay, kannst du bitte mir eine Antwort geben? Ich kann nicht mehr. Same, Girl. Same. Hi, können wir uns diese Katze vorstellen? Vor allem, die haben halt alle Hunger, ne? Kauf erstmal einen Napf. Ist die einfach schwanger, ne? Ich kann nicht mehr. Wirklich nicht. Ah, wir können jetzt den Leerstand übrigens füllen. Guck mal, ein Senior mit 3 Katzen. Süß finde ich das. Der will sogar 43 zahlen. Dann machen wir das doch. Also, oder der, weil der hat 46 und das ist nur eine Person. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Weil die Katzen, denen wird es nicht so gut gehen. Spoiler. Dann nehmen wir den. Yay. Eine Person. Was sind diese random Leute hier? Weiß ich nicht. Diese ganzen Tiere legen sich hier einfach schlafen. Absolut relatable. Wayne the Boulder, Alter. I can't. Diese Kerzi sieht süß aus. Die hat so große Öhrchen. Wer bist du? Ozzy! Oh. Wir werden safe jemanden adoptieren. Was machen wir eigentlich heute? 126? Mache Selfies mit deinen Liebsten. Ich finde das richtig toll, weil ich wollte heute sowieso Fotos machen. Hallo Ozzy. Ozzy hasst mich. Schade. So, kann sie ihrer Mom vielleicht beichten, was hier abgeht? Announce unwanted pregnancy. Also es muss halt sein, ne? Okay. Sie ist richtig außer sich. Also ich meine, es ergibt Sinn. Wenn meine Teenage-Tochter sagen würde, sie ist schwanger, hätte ich auch Panic at the Disco. Ich würde sagen, wir lassen das Schicksal quasi entscheiden, weil ich sehe irgendwie beide Antworten, dass Sunny das tun würde. Deswegen, okay, was ist ihre Meinung dazu? React poorly and you refuse to support. Oh no, Manu, das tut mir sehr leid. Und sie direkt so, ich bin doch jetzt erwachsen. Aber wenn sie halt sowieso poorly reagiert hat, würde ich sagen, hier von wegen, du wirst immer mein kleines Baby sein. Nein, weil sie möchte sie jetzt ja damit nicht unterstützen. Also nehmen wir erst, wenn du ein Stück gewachsen bist. Kann sie trotzdem mit ihrer Schwester ein paar Fotos machen? Ah, danke. Oh, ihr süßen Mäuse. Ich finde die beiden wirklich so süß, ne? Ich lieb euch ganz doll. Die meisten sind sogar in einer Qualität, die gut genug ist. Eins war schlecht. Und Faith kann dann noch welche mit ihrer Mami machen. Ich glaube, Destiny ist gerade nicht in der Laune, mit Mami ein paar Fotos zu machen. Süß. Warum so sauer? Das ist süß. I can't. Was ist mit dir, Gracina? Bist du ein süßes Wow-Wow? Look at you. Ja, okay, Gracina hat auch nicht so Bock. Was ist mit Pebbles? Pebbles sieht auch richtig süß aus. Pebbles so, was ist hier los? Aber Pebbles hat zumindest eine grüne Leiste. Pebbles hat Bock. Süß! Pebbles ist ein süßes Kätzchen. Faith versteht sich auch mit Pebbles gut. Deswegen, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall Pebbles adoptieren. Ich werde jetzt aber nicht so machen, dass man die dann... Man muss die ja erst anfreunden und so, damit man die adoptieren kann. Deswegen mache ich einfach diesen hier. Ihihihi. Stellen wir den Napf einfach hier rein. Das Katzenklo kommt hier hin. Das stört ja eigentlich keinen. Und Pebbles darf natürlich bei den Mädels dann auch schlafen. Perfekt. Süß. Ich gucke mit Pebbles mal kurz im Creative Sim an. Wollen wir sie Pebbles H
heißen lassen oder sollen wir ihr einen neuen Namen geben? Also das dürft ihr mir gerne mal schreiben, was eure Meinung dazu ist. Und ich finde Pebbles so süß. So eine dicke kleine Mausi. Ich mag sie. Süß. Sie ist neugierig, Freigeist und verspielt. Das sind unfassbar süße Traits. Aber ich würde ihr gerne ein Halsband geben. Süß. So ein Schleifchen. I like it a lot. So, und Destiny lädt auf jeden Fall jetzt ihn hier ein. Apropos, bevor ich ihn einlade, könnte ich ihm auch eigentlich mal kurz ein Umstyling geben, oder? Weil er wird ja jetzt Teil der Family sein in irgendeiner Form. Also grundsätzlich sieht er auf jeden Fall unfassbar gut aus, deswegen. Ich muss wahrscheinlich nicht so viel machen, aber ich habe Lust auf ein Umstyling und da er jetzt zur Family gehört in irgendeiner Form. Letzi Fetzi. Get in, huh. Take a drive with me, get in, huh. It's a vibe with me, get in, huh. You could die with me, just drive, baby, just drive, baby, come on. What you can't see can't hurt you, baby. What you can't see is detonating. It's all dandy, what a stop rating. It's just entertainment, it's just entertainment. What you know, what you don't, doesn't matter to me. What you own, what you want, just money to me. What you pay, what you take, just numbers to me. You're just a number to me, you're just a number to me. So back up your money, your time's always coming. But nothing will change, it never does. You worry yourself, but it doesn't help. Eat off the floor, but this isn't hell. Get in, huh. Take a drive with me, get in, huh. It's a vibe with me, get in, huh. You could die with me, just drive. That's it. Also, ich finde, er ist so, so süß. Also, er sieht auch sehr, sehr gut aus. Und er ist halt ein Sunny Boy, ne? Irgendwie. Also, ich meine, er wohnt auf Sulani und so. Obviously hat er dann kurze Sachen und so, weil es ist da ja sehr warm. So, das ist sein altes Outfit, seine Abendkleidung, sein Sport-Outfit, seine Schlafkleidung. Seine Partykleidung finde ich auch richtig cool. Bei seiner Schwimmkleidung habe ich ihm nur die Schuhe ausgezogen. Sein heißes Wetter-Outfit und sein kaltes Wetter-Outfit. I love it a lot. Bin einfach sehr großer Fan. Vor allem, er wohnt zusammen mit seiner Schwester. Absolut interesting. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass er noch gut reagiert, wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir schwanger sind. Es schneit. Oh je, Mini. So, Cosro kommt auf jeden Fall. Ist auch ein sauspannender Name, meiner Meinung nach. Habe ich so jetzt auch noch nie gehört. Ja, du sollst sowieso vorbeikommen, Bro. Wo hat Pebbles denn Angst? Vom Waschbecken oder was? Oh, I've heard you're pregnant. Aren't you ashamed at your age? The worry you're putting on your parents. You're too irresponsible to be a parent. Peace, ich dachte, du bist meine Freundin. So, wir gehen am besten auch einfach direkt zu ihm und sagen, dass sie eben schwanger ist. Okay, er ist auf jeden Fall absolut gestresst davon. Und er möchte das anscheinend auch nicht so wirklich. Also sie fühlen auf jeden Fall auf gemeinsame Weise. Das lässt sie gut fühlen, dass sie halt eben dieselbe Meinung haben. Aber es ist halt auch irgendwie blöd. Die können ja auf jeden Fall ein bisschen darüber reden. Die können ja auch zu so einem Kurs gehen, um über die ungewollte Schwangerschaft zu reden. Er geht auf jeden Fall mit, was sehr, sehr gut ist. Was mit euch beiden hier? Oh, wie süß! Die Glocke, die glockt ja... Die glockt vor allem. Die klingelt ja wirklich, wenn sie läuft. Ich lieb's ja. Hallo, ich liebe Pebbles, ganz doll. Jetzt sind hier 1000 Tiere, die uns nicht gehören. Also es ist großartig. Pebbles Fanclub auf jeden Fall. Also es ist schon wieder alles wild heute. Ich kann nicht mehr. Oh nö, ist das süß. Oh, I love it. Pebbles hat 25 Instagram-Follower dazu gewonnen. Yeah. Ja, Faith weiß ja noch gar nichts davon, ne? Wir müssen ihr das auch mal erzählen. Das Outfit sieht so süß aus, ne? Ich lieb's. Okay, ihr seid zurück. Es hat ihr gut getan, darüber zu reden. Willst du ihn jetzt bitten, dein Freund zu sein? Oh, ihr Süßen. Könnt ihr dann wenigstens Fotos zusammen machen? Also, ich meine ja nur... Das ist halt wichtig für die Nachwelt. Währenddessen macht Faith erstmal ihre Hausaufgaben. Und Sunny sitzt am PC. Oh, ihr seid süß. Das ist richtig süß.
I love it. Man kann ja auch Frieden finden mit der Schwangerschaft und so, ne? Es wäre ja irgendwie süß, wenn wir das irgendwie schaffen würden. Weil sie verdient den Frieden. Go to early parenthood class wäre ja auch eine Idee, ne? Aber vielleicht gehen wir da zusammen hin. Pebbles, ich liebe dich. So, dann ist wohl vielleicht jetzt der Moment gekommen, um Faith darüber aufzuklären. Oh, sie ist auch richtig schockiert. Also ich meine, zu Recht. Aber immerhin hat sie halt Leute, mit denen sie drüber reden kann, ne? Das ist auch total wichtig. So, sie kann ja mal was zu essen machen. Alle lieben Pebbles. Es ist großartig. Kick out because of pregnancy, Alter. Also, das ist ein bisschen krass. Aber wir können natürlich fragen, ask if child's father will stay. Ist ja eine wichtige Frage, ne? Oh mein Gott. Bitte. Irgendwie ist es hier alles immer ein bisschen wild alles. Vielleicht fragen wir sie gleich nochmal, ob der Vater bleibt. Das hat jetzt gerade nicht so gut geklappt. Ja, ich gehe auch immer ins Badezimmer, um über solche Themen zu reden. Could be even worse. Oh. Wir können ja auch einfach mal sagen, make peace and forget bad sentiments. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile wirklich die Zeit gekommen. Yay, zum ersten Mal Kaki. Super. Weißt du hast da einen Meter weiter ein Kissen. Okay, und was machen wir heute nochmal? Die 96. Brich bei jemandem zu Hause ein. Warum? Oh mein Gott, wie schlecht geht's ihr denn? Weißt du, Hauptsache Pebbles geht's gut. Sag mal, können wir bei unseren Nachbarn einbrechen? Yo! Nee, geht mal. Ich muss einbrechen. Bei meinen Nachbarn. Also, beziehungsweise bei meinen Mietern. Nee, wir gehen ohne Pebbles. So, wir brechen mal kurz die Tür auf. Das hat Legendenstatus. Ich muss davon ein Foto haben. Kann nicht mehr. So, Sunny ist drinne. Können wir schnüffeln. Wir können auch eine Inspektion und Wartung durchführen. Können wir nebenbei kurz hier pinkeln gehen. Keine Geheimnisse. Scheinbar lässt sich keine schmutzige Wäsche waschen. Also wenn, will ich hier auch was herausfinden eigentlich. Oh! Ja, es stimmt. Ich lege Chipstüten zurück, nachdem ich alle ganzen Chips gegessen habe und überlasse den anderen die Stücke. Es ist mir egal, ich möchte nur ganze Chips. Wenn du deine eigenen Chips aus dem oberen Teil der Tüte möchtest, kauf dir deine eigene Chipstüte. Ich kann mich damit nicht belasten, echt nicht. Aber ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich das regelmäßig tue. Verrate mich nicht! Ich meine, wir könnten den jetzt blackmailen, aber ich sehe jetzt nicht, warum wir das tun sollten. Vor allem, also, so dramatic ist es eigentlich auch nicht. Sie macht erstmal ein Tofu-Hühnchen. Guten Appetit auf jeden Fall. Aber sie räumt auch noch auf und so, ne? Also, es... Geh nach Hause. Ja, das war der wildeste Ausflug meines Lebens, glaube ich. Ih, Rechnung. Ih, dreckiges Essen. Nee, nicht Pebbles, nee. Nee. Wieso kann ich das nicht lehren? Wieso kann ich das nicht lehren? Ich verkaufe das und kaufe jetzt hier diesen programmgesteuerten. Der ist eh besser. Mann. Und dann bitte die Rechnung bezahlen. Ansonsten haben wir leider keine Post. Das ist sehr schade. Und Sunny, unser Gamer-Girl, geht erstmal auf die Spielematte. Sie kann ja auch mal wieder malen. Das hat sie schon vor lange nicht gemacht. Die haben schon wieder Schulprojekte mitgebracht. Und sie stinkt absolut, aber sie muss jetzt auch gleich zum Training. Und Faith ist ready für ihr Projekt. Yay. Level 7. Aber wisst ihr, was ich cool fände? Wenn sie ein Bild von Pebbles malen würde. Nach Vorlage. Nee. Nein. Was haltet ihr davon? Also, ich finde es perfekt. Und du gehst bitte duschen. Also, weniger Spaß kann man auch nicht haben in seinem Leben, ne? Es tut mir sehr leid. Süß, freundlich zu Faith sein. I love it so much. Ey, das ist perfekt. So, Leinwandrahmen, Name. Pebbles, die Prinzessin. Schön. Elea möchte schon wieder feiern gehen. Ich weiß es nicht. Also, ich würde gerne mit dir Zeit verbringen, aber wir können nie mal feiern gehen. Noch sieht man es nicht so stark. Also ja, sie hat auf jeden Fall schon einen Bauch. Aber in der Kleidung fällt es jetzt noch nicht so heftig auf. Fände es toll, wenn du unserer Gruppe Kovalente Verbindung beitreten würdest. War, nein, war, wer ist Kihai? Dieses Spiel. Hallo, könntest du vielleicht nicht an den Tisch springen? Katze so, was willst du von mir? Es ist 8 Uhr und sie will einfach nur noch schlafen. Sie macht einfach das Projekt ihrer Schwester kaputt. Was ist denn mit dir? Sie ist so sauer. Was ist mit dem Fenster passiert? Achso, und wir müssen, glaube ich, dieses... Nee, ich habe hier nicht die Möglichkeit, mit ihr Peace zu schließen. Deswegen denke ich, dass das bei ihr denn auch der Fall ist. Ich würde aber sagen, dieser Part war mal wieder aufregend genug. Deswegen beenden wir den jetzt an der Stelle. Kann das alles nicht mehr, okay? Dieses Let's Play ist einfach von vorne bis hinten einfach nur wild. Und irgendwie ist diese Generation auch besonders cursed. Ich weiß nicht. Aber hey, ist kein Problem. Wir kriegen das schon alles hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im nächsten Part vielleicht schon das Kind bekommen könnten. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall Babynamen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!